Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Fußballmanager 13 Let's Play, das nebenbei zu meinem RB Leipzig momentan Let's Play laufen wird. Und zwar sehen wir hier schon, wir sind beim FC Liverpool. Ganz einfache Begründung, Liverpool war schon immer so ein bisschen auf meiner Seite. Klar habe ich jetzt auch schon Manchester Let's Play gemacht, pipapo, aber ja, Liverpool fand ich schon immer interessant. Und jetzt, wo Kloppo da auch noch seit paar Monaten jetzt am Werkeln ist, gucke ich auch gern wieder Liverpool. Und ich muss sagen, da sind einige interessante Spieler dabei, sodass das ein interessantes Projekt werden könnte. Ich denke da unter anderem an einen Emre Can und so weiter. Natürlich ist das hier nicht die aktuellste Datenbank. Da gibt es leider keine Fanseite mehr, die ich gefunden habe, die sowas zur Verfügung stellt. Aber wir gehen mal rein. Ich habe schon das Ganze vorbereitet, damit wir da nicht noch wieder 3 Stunden hängen. Also ich hing eben echt ungelogen, ich glaube, wieder 1,5 Stunden dran, um das Ganze hier einzuleiten. Sprich, ich habe die Trainingsziele festgelegt, die Jugend gemacht, nach der Taktik ein bisschen geschaut, aber noch nicht vollendet. Das machen wir zusammen. Und ja, ansonsten Transfers schon angeleiert und unter meiner Regie würde das folgendermaßen erstmal aussehen. Im Tor natürlich mit Simon Mignolet, der Belgier, das ist absolut ausreichend, super Nummer 1. Als linker Verteidiger Alberto Moreno, dem verpasse ich in der nächsten Aufnahmesession dann noch ein Bild. Ich habe mich gegen José Enrique entschieden, den werde ich lieber verkaufen, weil ich Alberto Moreno einfach mag. So einfach ist es, da müssen wir aber gucken, dass wir da vielleicht noch einen Ersatz kriegen. Warum, erkläre ich später nochmal. In der Innenverteidigung fangen wir erstmal an mit Sakho und Schürtel. Zwei sehr solide Verteidiger, da braucht man, denke ich, keinen neuen. Und auf der rechten Verteidigerposition Glenn Johnson. Mir wäre zwar der gute Nathaniel Klein lieber gewesen, aber wie gesagt, das ist nicht die aktuellste Datenbank, da gibt es ihn einfach noch nicht. Also es gibt ihn schon, aber noch nicht bei Liverpool. Ansonsten auf der 6 beginnen wir erstmal mit Lucas Leiva. Auf der zentralen Mittelfeldposition mit Stevie G, ganz klar, solange da noch, ich glaube bis Januar bleibt er hier noch und ab Januar, nee, ab 1.7., also ab nächsten Jahr geht er zu Los Angeles Galaxy, LA Galaxy, Transfer leider schon eingestellt, von daher gucken wir, dass wir da den Leuten hier ein bisschen Spielpraxis geben, damit die besser werden. Dann auf der 10 erstmal Philipp Coutinho, obwohl ich den fast eher auf den Flügeln sehe. Aber da schauen wir nochmal, wie wir das machen, weil Coutinho ist halt kein richtiger Spielmacher. Dann ein Altbekannter aus unserem RB Leipzig Let's Play, Adam Lallana. Auf rechts außen natürlich noch nicht verkauft worden, Raheem Sterling. Wird, denke ich, auch bleiben, wenn da kein unmoralisches Angebot kommt. Und im Sturm haben wir erstmal Daniel Sturridge. Auf der Bank zudem Mario Balotelli, von dem ich auch sehr viel halte. Und ja, der bleibt auch erstmal, geht auch im Winter nirgendwo weg. Von daher erstmal bleiben. Dann, ihr müsst wissen, es steht zwar hier 12.50 Uhr hier unten, aber ich habe die Nacht über UFC 194 geguckt, Conor McGregor versus Aldo und ja, gut, nach 13 Sekunden war das Main Event dann auch beendet, aber bis dahin musste man auch erstmal wach bleiben, ne? So, das ist halt so, ne? Und deswegen bin ich jetzt hier noch ein bisschen geredet, von daher nicht wundern, wenn da das ein oder andere wieder an Versprechern reinkommt oder so. Lazar Markovic, da überlege ich noch, was ich mache, ist mit 18 Jahren natürlich sehr, sehr jung, könnte ich mir maximal eine Leihe vorstellen, verkaufen würde ich ihn jetzt ungern, aber solange wir hier noch keinen Ersatz haben, wir haben ja da gar nichts mehr, bleibt er auf jeden Fall erstmal. Im zentralen Mittelfeld auf der Ersatzbank Jordan Henderson. Muss gleich einen Schluck trinken. Joe Allen und Emre Can. Emre Can wird eher so den defensiven Part machen, kann aber auch auf der 8 spielen. Das ist alles kein Thema. Kann man zur Not auch noch als Verteidiger bringen. Alles super. Ja, Joe Allen ist auf Bewährung, ist nicht mein Lieblingsspieler. Jordan Henderson eigentlich auch nicht, aber er hat mich die Spielchen überzeugt und ich würde sagen, der bleibt dann erstmal. Schauen wir mal, was sich so bei uns auch an Transfers gibt. Dazu kommen wir gleich auch noch. Javier Manquillo, Ersatzverteidiger, leider nur geliehen, deswegen tue ich mir schwer, den eigentlich einzusetzen, aber ich setze ihn erstmal ein, vielleicht kriegen wir den ja dann trotzdem billig. Dejan Lovren könnte auch in der Startelf spielen, statt Skrtel, da gucken wir einfach mal, entscheiden wir uns spontan vor Saisonbeginn. Dann
Ricky Lampert, Kolo Touré würde ich gerne noch verkaufen, geht aber leider nicht. Können ja hier gucken, zack, geht nicht. Maximal Leihe und dafür, ich könnte ja auch in die zweite Mannschaft verschieben, wie ich es bei anderen gemacht habe, aber dann verlieren die so viel an Wert. Deswegen warten wir da ein paar Wochen und verkaufen die dann nach Schließung des Transferfensters für den Winter halt, ne? So, Flanagan würde ich erstmal behalten, aber gern verleihen, wenn dies irgendwie möglich wäre. Geht aber erstmal noch nicht, weil wir haben nur Manquillo als Ersatzverteidiger. Klar könnte auch Emre Can noch spielen, aber das ist ein bisschen dürftig, deswegen bleibt er erstmal. Deswegen so meine Entscheidungen hier. So, dann haben wir in der zweiten Mannschaft noch an vielversprechenden Leuten Enrique, der verkauft wird. Hier Chirivella würde ich gern verleihen. Suso wechselt eh zu AC Milan, deswegen lasse ich den gar nicht erst spielen. Ich sehe nicht ein, dass ich Spieler für andere Vereine stark mache. Canos würde ich gern verleihen. Ich würde gern Ojo erstmal mit ihm verlängern. Sehen wir ja hier und dann auch verleihen. Und Harry Wilson auch verleihen, damit die irgendwo Spielpraxis sammeln, den Rest dann gern verkaufen. Bei Rosita muss man mal schauen. Ich wollte mit ihm auch verlängern, obwohl er eigentlich nicht die Mindesttalentsterne hat, die ich gern sehe. Aber schauen wir einfach mal. Ich habe ihm noch keine Trainingsziele gegeben als einzigen. Dann werde ich ihn wohl eher verkaufen. Ja. Ansonsten haben wir in der Jugend jetzt nicht allzu viel Besonderes. Jetzt bin ich aus Versehen auf Video erneut abspielen gekommen. Ich wollte aber hier drauf. In der A-Jugend ist mal so gar nichts, das talentiert ist und hochkommen könnte, das uns hilft. In der B-Jugend sieht das ein bisschen anders aus. Da haben wir einen Herbie Keane, der mal was geben könnte, einen Danda, der Stürmer ist, einen Sinclair, der Stürmer ist, einen Brannigan, der Stürmer ist. Also durchaus vielversprechende Stürmer am Start. Und ja, da wollen wir mal schauen, was wir da so rauskriegen. So, was haben wir euch denn sonst noch zu erzählen? Transfermarkt. Ich würde gern verkaufen. Haben wir ja hier schon gesehen, die ganzen Spieler. Jones, Enrique, lalalala, Samet Yesil ist einfach so. Und ich habe dann halt direkt mal hier geguckt auf dem Transfermarkt. Wenn man jetzt hier auf die Transferliste geht. Bin ich einfach mal hier durchgegangen, lalala, wer ist denn da so interessant und kam zu folgenden Spielern, die ich aber noch nicht anfrage, weil wenn ich jetzt die Anfrage mache, sind sie teurer, als wenn ich die morgen mache. Das ist halt beim Fußballmanager so, versteht keiner. Interessant fände ich für die Zehnerposition Sergi Roberto oder Rafinha. Fürs zentrale Mittelfeld Ross Barkley, für links außen Isco, für rechts außen Douglas Costa. Das wären so meine Punkte, wo ich sage, da waren Spieler dabei, die könnten wir anfragen, die würden uns helfen. So, aber ansonsten war es das eigentlich und wir können, denke ich, weitergehen. Mitarbeiter sind schon alle da gewesen, da habe ich jetzt noch ein paar restliche hier zum Auffüllen gemacht. Ja, Merchandising kennt er, ne? Also wenn er andere Let's Play verfolgt. Ihr wolltet ja, dass ich, beziehungsweise ein Kommentar wollte, ja, dass ich eine neue Karriere anfange. Ich hatte selber schon Bock drauf. Ist halt nur schwierig die Zeit, ne? Ich kann jetzt nicht garantieren, dass das hier genau wie das RB Leipzig Let's Play regelmäßig kommt, sondern ich habe eigentlich nur Sonntagszeit aufzunehmen. So, Sonntagszeit aufzunehmen. Ich habe zwei Kanäle. Ich muss sehen, dass beide Kanäle halbwegs am Laufen bleiben. Deswegen ist das schwierig. Aber ich gebe mein Bestes. Ich versuche im Urlaub, der demnächst ist. Ich habe jetzt noch eine Woche zu arbeiten und dann ist Urlaub. Versuche ich so viel aufzunehmen, wie ich nur kann. Ich hätte aber auch gern halt ein bisschen Freizeit im Urlaub, damit mal mein Akku wieder aufgeladen wird, ne? Deswegen, wenn es mal nicht kommt, ich weiß auch noch nicht, wann ich den raushaue, dann verzeiht mir das und ja, ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß auch mit der Vereinswahl und ja, ansonsten könnt ihr gerne auch jetzt schon mal Daumen nach oben geben, wenn es euch gefällt. Andere Karriere, anderer Verein, alles wunderbar, würde ich sagen. Und ja, dann, wenn ihr irgendwelche Wünsche habt, Transfers und so weiter, wird schwierig darauf einzugehen, weil ich ja jetzt wieder ein bisschen im Voraus aufnehmen will, muss und kann. Ja, dann schreibt das in die Kommentare. Ich versuche da noch drauf Rücksicht zu nehmen. Ich denke nicht, dass ich heute bis Ende des Transferfensters spielen werde. Das ist eigentlich fast unmöglich. Von daher schau mal einfach mal. Postet, Kommentare, seid fleißig. Daumen nach oben, wenn es euch gefällt. Und dann haben wir hier einen super Deal und ein super Projekt am Laufen, würde ich sagen. So, erstmal hier die Aufgaben noch verteilen. Das habe ich vorhin natürlich nicht gemacht.
weil ich ja in der Regel zum Start keine Mitarbeiter habe. Aber ich dachte jetzt einfach mal, komm, nimmst du schon welche Mitarbeiter mit rein, ersparst du dir die Arbeit schon mal. So, da braucht man nichts. Würde ich sagen, gehen wir einfach mal einen Tag weiter, oder? Und gucken, was passiert. Ja, ne? Haben wir sonst noch irgendwas? Müssen wir, glaube ich, nichts machen. Gehen wir mal weiter. Drücken aber hier schon auf, nicht Pause, sondern Stopp wollte ich eigentlich drücken. Aber gut, ja, Trainingslager und so weiter habe ich natürlich auch alles angeleiert. Ist ja klar. So, das. Wir werden nicht absteigen. Nächstes Jahr spielen wir international. Ich werde dem Verein treu bleiben. Disziplin. Und das war's erstmal. So, das kommt weg. Er setzt sich fort und dann drückt man Stopp, so wie wir das wollten. Ojo hat neuen Vertrag unterschrieben. Wunderbar, dann können wir ihn jetzt auch verleihen. Und wir spielen in der Budweiser FA Cup gegen Ipswich Town. Interessant. So, Ojo hat verlängert. Wunderbar. Dann ab mit dir auf die Leihliste, Kollege. Und dann schauen wir mal, was unsere Wunschliste-Transfers so machen. Oder ob wir dem vielleicht schon mal einen guten Verein anbieten können. Aber ihr seht, es geht noch nicht. Nur Spanien und bei den drei Vereinen wird er nicht spielen. Da müssen wir noch ein bisschen Geduld haben. Sponsorenpyramide öffnen wir. Dann gucken wir mal. 760.000, 700, McDonald's erstmal. So, ich nehme das jetzt einfach so an. Ich könnte noch verhandeln, aber mein Gott, die paar Cent, die machen uns hier nicht fett. So, da ist nichts. Wunderbar. Dann machen wir hier das. Da stimmt auch noch alles. Das ist okay. So, wird der erste Part wieder wie erfahrungsgemäß und wie ihr es gewohnt seid, ein bisschen länger. Aber das ist, denke ich, kein Problem. So, jetzt gehen wir nochmal ganz der Reihe nach durch. Torwart haben wir immer noch keinen dabei. Abwehrspieler. Rafinha, Henrique und Isaac Quire hilft uns jetzt keiner so. Isco, ist er denn jetzt schon billiger? Ist er jetzt schon billiger? Ist er noch nicht? Also ist Isco immer noch nicht interessant für uns. Ross Barkley wird dementsprechend auch noch nicht billiger sein. Dann wird das wahrscheinlich alles erst in nächste Woche kommen. Das ist schlecht, aber wir gucken natürlich trotzdem durch. Vielleicht haben wir irgendwo schon mal ein Schnäppchen. Lavezzi, ja gut, ist jetzt nicht so meine Lieblingsart von Spieler. Können sich gern andere holen. Das macht alles keinen Sinn. Darida und so weiter holen. Wir haben den guten Chan. Da brauchen wir keinen Darida. So, Freunde. Dann würde ich sagen, gehen wir nochmal ein bisschen weiter. Oder können wir noch ein paar Spielergespräche führen? Ja, wir können. Das ist gut. Dann werd mal stärker, Joe Allen. Glenn Johnson muss sich mal bei Flanken verbessern. Als Außenverteidiger sollte man das beherrschen, Kollege. So, oh, ich komme hier immer raus. Aber die Maus ist immerhin ein bisschen kontrollierter als beim RB Leipzig Let's Play. Noch. So, du machst auch mal Flanken her, Lalana. Der Ricky Lampert, dem sage ich gar nichts, weil der ist ja eigentlich, soll der weg. Alberto Moreno wird stärker, Chan wird auch stärker. Schade, dass man Alberto Moreno kein Flanken lernen kann, aber dann kann er das wahrscheinlich schon. Markovic auch stärker. So, Touré, lass mal erstmal sein. Mankilo, sagen wir Flanken. Und Flanagan, Flanken. So, ein Gespräch können wir noch. Dann nehmen wir uns hier so ein Jungtalent, würde ich sagen. Jetzt sieht man hier natürlich nicht das Talent. Ich glaube aber, Harry Wilson war eins. Fernschüsse, mach mal, Herr Wilson. Machen wir mal bei Ihnen die Fernschüsse. So, Mannschaftsführung findet großen Anklang. Das ist immer schön. Abbrechen, ich wollte hier hin. So. Da stimmt noch alles gut. Dann gehen wir noch mal ein bisschen weiter. Brechen aber noch mal ab.
Vielleicht kommt ja jetzt diese Preisschnäppchen. Wer weiß, Kollegen. Hoffen wir mal, dass euch das jetzt hier gefällt mit Liverpool. Meine Zielsetzung ist wirklich, so wie es der Vorstand mir ja, vorgesetzt hat, das habe ich einfach mal so angenommen. Qualifikation für den für die Champions League war es. Ich glaube, Meister ist noch eine Nummer zu groß für uns. Dafür müssen wir uns erstmal finden. Wenn ich hier Meister werden sollte, dann ist das schon so eine fast noch größere Sensation als mit RB Leipzig, weil hier die Konkurrenz wirklich immens ist. Wenn man sieht, in der Premier League sind so viele starke Vereine. Man City, Chelsea, Manchester United und ja, dann gibt es noch die ganzen, die durchaus mal hier auch gut werden können. Und Arsenal natürlich vergessen. Everton weiß man nie so wirklich. Tottenham kann auch, wobei die meistens schlecht sind hier in dem Spiel. Wir haben ein Spiel gegen Bremen, habe ich das richtig gesehen? Habe ich mich verguckt. Okay. Jetzt hier nochmal gucken. Transfermarkt. Douglas Costa zum Beispiel. Wird nicht günstiger. Schade. Echt erst nächste Woche. Na gut. Dann gehen wir halt in die nächste Woche. Wenn du das sagst. So, José Enrique, ich hätte gern die 18,5 Millionen, das wäre prächtig, wenn nicht, kann ich immer noch im Preis runtergehen, aber erstmal vom vollen Preis ausgehen, ihr kennt das ja von mir, wer das andere Let's Play verfolgt hat, weiß, wie ich ticke und das werde ich auch so schnell nicht ändern. So, gegen Stoke City, das ist auch ein Verein, der durchaus Potenzial hat. Shaqiri ist ja dahin gewechselt. Shaqiri wäre auch so einer, den würde ich mir immer wiederholen. So. Er rechnet im Hintergrund, der Rechner. Rosita feilt am schwachen Fuß. Vielleicht sollte ich den dann doch behalten, wa? Vollpreis, bitte. So, ihr müsst mir auch mal, könnt mir auch schreiben, ob ich Hintergrundmusik im Fußballmanager einbauen kann, wie bei meinem Torchance 2016 Let's Play. Dann mache ich das, wobei hier die Musik immer sehr laut ist. Die kriegt man auch schwer runtergepegelt, deswegen müssten wir da mal schauen. Aber grundsätzlich wäre das möglich. Ich bin ja mittlerweile mit meinem technischen Stand etwas weiter als zu Beginn meiner Karriere hier. Also Let's Play Karriere. Deswegen einfach mal schreiben, ob ihr Hintergrundmusik haben wollt oder ob euch das stören würde. Könnt ihr ruhig mal was dazu schreiben. Dann ist das vielleicht auch angenehmer, wenn ich hier mal so eine Redepause habe. Die muss man ja auch ab und an mal haben. Man muss ja auch mal überlegen, nicht nur immer dumm rumlabern. Und deswegen einfach mal schreiben, Kollegen. Ich versuche natürlich das Ganze hier so interessant wie möglich zu machen. Da ist jetzt nichts Neues dabei. Das müssen wir hier so machen, das müssen wir so machen, das müssen wir so machen. Da scheitern natürlich jetzt viele Transfers, aber das soll uns erstmal egal sein. Vielleicht geht ja doch der ein oder andere für den Vollpreis. Wie gesagt, ansonsten kann man immer noch im Preis runtergehen, das ist kein Verbrechen. Jan Malenko wird mir angeboten, aber ich würde mich gern auf andere Spieler interessieren. Juventus Turin will natürlich Douglas Costa, ist ja klar, wie immer. So, Brad Jones ist gescheitert, Mankila hat schon das erste Trainingsziel erreicht, Premiere hier in unserem Let's Play. Der erste Spieler, der ein Trainingsziel erreicht. So, neue Mitarbeiter. Gescheitert, schwacher Fuß. Die wollen alle niemanden haben. Da gucken wir später nochmal. Lass mir erstmal ein bisschen Zeit verstreichen. Wobei jetzt die Maus auch wieder rumspinnt. Also war zu früh gefreut. So, wir lernen noch Italienisch. Wir sind ja Multikulti als Jürgen Klopp-Vertreter. Kommen ja aus Irland. Ne? Hier Irish Takeover und so, wie heute Abend. Beziehungsweise gestern Abend. Und beziehungsweise für euch ganz, ganz lange her. Ich weiß nämlich noch nicht, wann ich hier das Ding raushau. Du machst mal auch die Jugendscouts. Die Mitarbeiter haben wir schon. Dann können wir den anderen Mitarbeitern jetzt aber auch Aufgaben geben. Überwacht Stadioninfo. Verhandelt mit Sponsoren. Legt Eintrittspreise fest. Und Service durch Fanbeauftragten. So, dann gehen wir auf den Transfermarkt gucken.
Gibt es denn jetzt schon günstigere Spieler? De Gea soll verkauft werden. Schnäppchen oder kein Schnäppchen? Kein Schnäppchen, okay. Schnäppchen, wenn es Schnäppchen gewesen wäre, hätte ich zuschlagen können. Oh ja, hier haben wir interessante Verteidiger jetzt dabei. Fangen wir erstmal ganz unten an, wenn es vielleicht günstiger wäre. Dragovic ist vielleicht nicht so interessant, aber ist mir für den Preis zu teuer. Alexandro, was hat der so an preismäßigem? Ist auch zu teuer. Ich will hier, ihr seht ja, wir haben nur knapp 40 Millionen. Da können wir noch nicht mithalten. Es sind keine Schnäppchen, da können wir also, können wir und braucht man nicht zuschlagen. Jetzt fangen wir hier unten wieder an. Weiser ist natürlich uninteressant. Liebend gern, aber das passt hier nicht. Preet als Jungtalent. Langsam aufbauen, ist aber noch ein bisschen zu teuer. So, sind wir denn jetzt hier schon beim Preis runtergegangen? Hallo, ich will nicht gucken, was der spielertauschmäßig hat. Aha, jetzt beginnen die Schnäppchen also. Gut, dann fangen wir mal an mit Isco, würde ich sagen. Wie weit können wir bei Isco den Preis drücken? 25 Millionen. Das ist ein bisschen teuer. Müssen wir erstmal abwarten. Ross Barkley geht runter bis auf 15 Millionen, würde ich sagen. Probieren wir mal. Dann bei Rafinha würde ich gerne noch anfragen. Aber der ist ja nur Dribbler. Scheiße. Sergi Roberto, der ist Spielmacher, ne, ja. Jetzt hätte ich beinahe schon wieder den Rafinha-Fehler gemacht, wie beim RB Leipzig Let's Play. So, dann entfernen wir mal aus dem Blickfeld, weil zu teuer Isco. Und kein Spielmacher Rafinha. So, dann wieder zurück zur Transferliste. Switzen um auf Stürmer. Gucken, hier unten, Pekdemek, Capel, Eder, Max Kruse, Kolumbienka, der uns angeboten wurde, Jan Malenko, nee, Jan Malenko wurde uns angeboten, ne? Aber wir würden uns natürlich eher für Douglas Costa interessieren. Und da ist auch was möglich, auch nicht zu teuer, 10 Millionen, sollte doch passen. So, und dann, wen hat man da noch? Ne, das waren die drei. Okay. Dann probieren wir die drei zu bekommen. Und schauen dann, was wir beim Rest machen. So, erstmal hier. Spieler, die nicht auf dem Transfermarkt sind, passen wir erstmal an, damit uns keiner zu billig verlässt, ist ja klar. So. Erste Mannschaft steht noch soweit. Lalana tun wir mal raus und packen dafür Balotelli in die Startelf und Sturridge auf Rechtsaußen. Und dafür Ricky Lampard als Stürmer. Wow. Das Alternative. Da bräuchten wir vielleicht auch noch einen. Aber ja, erstmal die anderen Positionen abdecken. Ich denke, mit zwei Weltklasse-Stürmern kommen wir soweit erstmal zurecht. Mit Balotelli und Sturridge. So, Ojo bleibt bei Liverpool. Douglas Costa von Liverpool beobachtet, Douglas Costa von Chelsea beobachtet, Pepe zu Man United und Paris Saint-Germain hat Interesse an Alexandro. Lavezzi ist zu Inter gegangen, Pizarro zu Parma. Lalala, ja, interessante Transfers schon mal. Und vor allen Dingen auch schnelle Transfers. Ist ja der Wahnsinn. So, wir gucken dann auch nochmal, dass wir Spieler verkauft kriegen. Sind ja einige gescheitert. Konkurrenzangebot durch Douglas Costa. So, da werden jetzt auch noch ein paar scheitern. Konkurrenzangebot von Douglas Costa durch Chelsea. Also es wird langsam eng mit Douglas Costa. Vor allen Dingen müssen wir die Transfers auch schnell tätigen, eigentlich in England, da ja die Anmeldefrist läuft und wenn die dann nicht spielberechtigt sind, hast du die Arschkarte. Ich mache jetzt mal hier einen Break, damit wir lesen können, oder ich mache keinen Break. Ist auch okay.
Hier bleiben wir bei 15 Millionen bei Boss Barkley. So, hier gehen wir auf. Ja, machen wir 12,5 für Douglas Costa. So, damit wir mal in den Verhandlungen einsteigen können. Wir sagen, du wirst in der Regel spielen. Wir machen natürlich einen Nationalspieler aus dir und verdienst 3 Millionen für 3 Jahre. Abstieg und kein internationaler Wettbewerb kannst du ablösefrei gehen. Kriegst 2 Jahre, wenn du länger bleiben willst. Bis zu 2 Jahre. Hier 200.000, 200.000 nochmal, wenn wir Meister werden, 5.000 pro Auflauf, Prämie pro Spiel und 5.000, wenn du ein Tor schießt. Dafür erhöhen wir das Gehalt auf 3,5 und absenden. So, Sergio Roberto, da bleiben wir auch erstmal dabei. So, dann geht das doch hier gut vorwärts. Der erste Part ist trotzdem bestimmt wieder über eine halbe Stunde. Meistens geht der ja so eine Stunde bei mir, der erste Part. Ist immer zum Rendern wunderbar. Und zum Hochladen auch. So, das lassen wir auch nochmal scheitern. Und dann gucken wir, dass wir da die neuen Angebote angehen, um wieder Geld reinzukriegen. Dä-dä-dä-dä-dä-dä. Mit Musik wäre es vielleicht echt ein bisschen besser. Ich weiß es aber halt nicht. Auslaufende Verträge, Rosita und Randall. Ich würde gern Rosita verlängern. Aber der Kerl will nicht. Na, gescheitert. Lal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 a. Chelsea 11,5. Balotelli erreicht Trainingsziel, der zweite Spieler. Dann lernst du noch Manndeckung. Brauch auch einen Stürmer. Wenn ein Stürmer weiß, wie man das macht, kann nie schaden. Und ja, Juventus Turin 13 Millionen. Und wir bei 12,5, die Mitte von den beiden. Ist ja auch nicht schlecht. So, die, Alter, die Maus manchmal, ne? Das ist heftig. So, Merchandising können wir noch nichts Neues machen, aber hier können wir eine neue Kampagne einleiten. Das Geld haben wir ja. So, Spieler scouten. Hier Bolzplatz stiften, dann hier Feriencamp. Hier schickt man nochmal Geld hin. Und hier schickt man nochmal den DVG hin. So, Transfermarkt, irgendwas Neues gekommen. Es sieht fast der Nidde so aus. So, hier oben auch nicht, ne? Nö. Nichts Interessantes dabei. Verteidigung. Auch nichts Interessantes dazu gekommen. De Gea immer noch auf dem Markt. So sieht's aus. So, Flanagan. Du machst dann mal hier, gib im Training alles. Huch. Oh, die Maus, Alter. Ah ja, es ist ja nicht mehr normal. Oh Mann. Langsam kriege ich hier echt eine Krise. Es ist nur bei der Aufnahme. Ne? Eben lief das alles wunderbar. Deswegen habe ich das auch alles ohne Aufnahme gemacht. Ich frage mich, ob ich das hier jeweils hinkriege. Guck mal, die Maus, die springt direkt weg. Ich bin hier, drück drauf und sobald ich drauf gedrückt habe, ein bisschen G, kriegt die Maus einen Turboschuh. Endlich geschafft. Mann, Mann, Mann. Ich weiß nicht, was da los ist, Freunde. So, Lalana. Dann begrüßen wir die nochmal. So. Oh, Maus! Ich springe schon! So. So. Und den hier. Und Sterling muss stärker werden, um sich besser durchsetzen zu können. Und er hier macht mal ein paar lange Pässe. Der Glenn. Der Joe Allen, der ist herzlich willkommen. Coutinho ist natürlich auch herzlich willkommen. So. Dann sieht das doch wunderbar aus. So, so, so. Ja, wüsste ich nicht, was ich hier noch groß ändern soll. Würde ich sagen, mach mal hier erstmal einen kleinen Break, damit der Part nicht zu groß wird. Und ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, ihr habt Spaß mit der Liverpool-Karriere. Lasst mich einfach mal wissen. Transfervorschläge geben.
Welche Spieler soll ich unbedingt halten? Welche sollte ich eurer Meinung nach noch verkaufen? Einfach mal in die Kommentare schreiben und wir sehen uns dann beim nächsten Part wieder. Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten auch jede Menge andere Sachen in die Kommentare schreiben. Daumen runter geben, wenn es euch nicht gefallen hat. Dann in die Kommentare schreiben, was euch nicht gefallen hat, damit ich es verbessern kann. Und ja, Abo dalassen, um kein Video zu verpassen. Und ich hoffe, euch gefällt meine Vereinswahl. Und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Bis dann, ciao.